Herzlich willkommen an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Mein Name ist Jörg Pretzel. Ich studiere im fünften Semester Musikwissenschaft und Kulturmanagement. Und ich wollte euch jetzt mal ganz kurz die einzige Musikhochschule Thüringens vorstellen. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Tonstudio, das 2013 mit dem modernsten Equipment ausgestattet wurde. Hier im Tonstudio haben die Studenten fachübergreifend die Möglichkeit, studienbegleitend oder auch für Wettbewerbszwecke oder natürlich auch ganz wichtig für den eigenen Karrierestart Material vorzubereiten, sei es Audio oder Video. Neben der künstlerischen Ausbildung mit allen Instrumenten, die man sich wünschen kann, verfügen wir natürlich auch über eine Spitzenausbildung in den Fächern Musikwissenschaft, Schulmusik und auch dem Kulturmanagement. Da wir an der Hochschule hier auf breite Spitzenförderung setzen, profitiert natürlich in erster Linie das Orchesterspiel davon. Aber auch alle fakultätsübergreifenden Projekte finden unter anderem hier im Festsaal der Hochschule statt, am Ende in über 250 Konzerten und Veranstaltungen im Jahr. Wir befinden uns jetzt vom Hochschulzentrum am Horn, einer ehemaligen Kaserne, die extra nur für unsere Hochschule umgebaut wurde. Dieses Gebäude hier steht wie kein zweites für das Zusammenspiel von Tradition und Moderne und verfügt über eine Vielzahl von Überräumen, die mitunter die ganze Nacht durch geöffnet sind. Somit hat jeder Student die Möglichkeit, Tag und Nacht zu üben. Wir sind jetzt gerade im Hörsaal. Der sollte vor allem für die Musikwissenschaftler, Kulturmanager und Schulmusiker interessant sein. Das ist unser einziger Hörsaal hier oben, wo auch die meisten Vorlesungen stattfinden. Und wie ihr sehen könnt, erfolgt die Lehre in kleinen Gruppen. Das ermöglicht einen engen Austausch zwischen uns und den Lehrenden und ist verantwortlich für diese familiäre Stimmung hier an unserer Hochschule. Wir befinden uns jetzt in einer der beiden Bibliotheken, die beide über einen sehr großen Bestand verfügen. Und direkt unter uns ist das Thüringische Landesmusikarchiv, welches eine wahre Schatzkammer für Musikforscher ist. Als letzten Ort wollte ich noch das Schloss Belvedere zeigen, was nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe ist, wo man nicht nur die Möglichkeit zum Studieren hat, sondern man hat auch die Möglichkeit, einfach sich von der Anlage inspirieren zu lassen und spazieren zu gehen, auch direkt neben dem Musikinternat hier. Wir sind jetzt gerade im Studiotheater Belvedere, wo die Opernsänger vom ersten Semester an die Möglichkeit haben, vor einem stets präsenten Zuschauerraum, wie ihr sehen könnt, zu proben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in unsere Hochschule geben. Es würde mich wirklich freuen, den einen oder anderen vielleicht schon nächstes Semester bei uns begrüßen zu dürfen. Macht's gut!